Ich hatte ja gesagt, heute Nachmittag, du bist es abends, aber ja, das Ganze einstellen hin und her und ich habe schon ein paar Versuche gemacht. Ich habe zwischendurch immer, ich hoffe, man versteht mich, vielleicht beim Rennen auch, weil es wirklich sehr laut ist. Ich habe den Ton schon recht leise gemacht. Da sind immer mal Mikroruckler, mal also richtig, also mal so eine halbe Sekunde Standbild und das teilweise in den Kurven und dann hat sowas keinen Zweck. Ich habe jetzt die Einstellung mal komplett geändert und ich habe so viele Einstellungen gemacht jetzt, also nicht nur im Spiel, auch bei Twitch und ja, gucken, ob es läuft oder nicht. Wir versuchen es, oder ich versuche es, mal schauen. Wie gesagt, es kann jetzt sein, dass es sehr laut wird, dass man mich dann vielleicht nicht mehr so versteht, aber ich werde sowieso nicht viel reden, weil ich mich arg konzentrieren werde und konzentrieren muss und konzentrieren will. Jo, dann legen wir mal los. Ich glaube, Einstellung hätte ich nochmal ändern. Naja, egal. Versuchen wir es. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie laut das ist. Ich weiß nicht, wie gut man mich verstehen kann. Ich weiß, ob ich nicht sehr gut verstehen sollte. Bescheid sagen. Ich kann auch nicht allzu oft den Chat gucken, also viel lesen. Wenn jemand schreibt, kann ich nicht. Das tut mir leid. Auf Geraden oder irgendwas, da ist es möglich, aber ja, ansonsten, wie gesagt. Und da war er schon wieder dran. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ist Einführungsrunde. Die lief früher bremsen. Quarknase vor der Nase. Gehen wir doch aus. Weg, wollte ich sagen. Das war eine Scheiße. Thank you.
zu spät. Boah, bist du denn bis Wahnsinn, sag mal? Boah, das war voll von Arsch. Zu spät. Oh. Ja, jetzt macht euch beide breit. Mal ganz von Arsch. Viel zu viel Verkehr.
viel zu spät. Oh! Junge. Guck ich denn hin, ey? Servus. Oh, nimm doch deinen ersten Martin aus dem Weg, Mann. Das kannst du auch nicht. Jawohl. Copy. Boxes lab. Schon mal zweiter. Oh, und zu weit. Hau ab, du Viech. Thank you.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, aber schon mal zweiter. Also ich muss das andere Setup auch nochmal ausprobieren. Also die anderen Einstellungen für den Controller. Weil ich habe nämlich, ich hatte heute Morgen schon mal erzählt, dass ich mir welche rausgesucht hatte. Ich habe jetzt eine kurz ausprobiert, die hat überhaupt nicht funktioniert. Diese jetzt, und dann habe ich noch eine, die will ich auch nochmal ausprobieren. Mal gucken, ob die besser ist. Kann ich aber noch nicht viel zu sagen. Aber ich finde es auch nicht so einfach mit Controller, muss ich ganz ehrlich sagen. Hä? Ach, die Kollege. Gut. Wir hauen PR, seine Frau. Reicht immer kalt, hallo. Junge, deine Reifen sind kalt. Wenn man immer zu viel will. Ein Bock Mist nach dem anderen. Oh, das scheiß Geruch scheint weg zu sein.
Das ist schon mal was, ey. Das war echt nervig. War mitten in den Kurven und mitten beim Rausfahren und dann hast du ein Standbild und irgendwann bist du dann einmal peng in der Leitplanke. Das war so nervig. Boah, keine Ahnung, was das gewesen ist, aber auf jeden Fall zu spät ist es weg. Da war es wieder, ich hätte mir nichts sagen sollen. Ja! Da haben wir sie doch. Nein, nein, nein. Oh. Versaut, 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 versaut. Mann, 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 ey. Oh ne, jetzt, nee, jetzt fängt schon wieder an, dann flippe ich mal aus, ey.
Was drücke ich denn für den Dings? Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Weil man sowas vorher noch nicht so wirklich gezockt hat, sag ich mal. Also bis jetzt war für mich das höchste Gefühl ein bisschen Formel 1. Das ist aber weitaus einfacher als wie das hier. Es ist einfach so, muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß, Zeit läuft, macht nichts. Wir haben Pole Position haben wir. Und wir haben auch noch 21 Minuten Zeit. Und vor allem dann auch mit Controller ist es, finde ich es, weitaus schwerer als wie mit dem Lenkrad. Weil du hast in den Pedale und im Lenkrad selbst viel, viel mehr Feingefühl. Und es macht ultramäßig Spaß. Es macht richtig Spaß. Hatte ich heute Morgen auch schon gesagt, das ist nur, wenn ich Zeit habe. Anstatt dann LS zu zocken oder irgendwas. Dann fahre ich lieber ein paar Runden hier. Also nicht unbedingt immer Hockenheim, aber auf einigen Strecken. Nicht alle. Weil alle Strecken finde ich jetzt auch nicht so prickelnd. Aber gerade so Hockenheim und ja, Nürburgring. Normale, also die Gruppenstrecke und die lange. Mit Nordschleife. Dann in Hockenheim hier die alte Version, also diesen quasi Rundkurs ist es ja. Die ganze, also die lange Strecke, die macht auch richtig viel Spaß. Und also, das hat schon was. Das macht echt, echt Spaß. Kann man nicht anders sagen. Teilweise macht es halt sogar, ja, süchtig ist falsch ausgedrückt, aber ja, wie beschreibe ich das? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Jo. Das hat was. Und es ist nicht immer dasselbe. Wie gesagt, vorher war es ja überwiegend immer nur, du kannst das hier auch mit Need for Speed absolut überhaupt gar nicht vergleichen. Überhaupt nicht. Selbst den Karrieremodus nicht. Ich hatte mir jetzt extra den dritten Teil geholt. Und da muss ich mal sagen, der macht Spaß. Das Problem finde ich da nur, oder das, da haben sie einen Fehler gemacht. Die haben diese ganzen Sessions hier rausgenommen. Du kannst zwar Training fahren, dann aber auch, glaube ich, auch nur 3 oder 4 schnelle Runden. Und dann gehst du ins Rennen. Und dann fährst du das Rennen und das ist kein Qualifying, kein gar nichts. Kein Boxenstopp, kein nichts. Also du kannst keinen Boxenstopp, du kannst die Box nicht anfahren, du kannst keine Reifen wechseln, du kannst nicht nachtanken. Die Schäden können nicht repariert werden. Und das finde ich blöd, dass sie das rausgenommen haben. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Keine Ahnung. Kann ich nicht sagen. Ich finde es schade. Obwohl es auch wirklich sehr, sehr gut ist. Und ist grafisch auch nochmal einen Ticken besser, aber das ist minimal. Aber darauf kommt es auch gar nicht so unbedingt an. Ja, das wollen sie jetzt, wenn der vierte Teil rauskommt. Die sind ja dabei, einen vierten Teil zu entwickeln. Dann soll das wieder reingenommen werden. Und das soll ja die dann wirklich die realistischste Rennversion werden, die
es hier auf dem Markt gegeben hat. Da bin ich ja mal gespannt. Gibt das dann aber auch allerdings nur noch für die PS5, Xbox One, Xbox Series X und S und PC, also für die Xbox One und PS4 gibt es, kommt das nicht mehr. Das habe ich gelesen. Guten Tag, Kollege. Das hatte ich mir nicht von. Ich habe von gestern schon mit meiner Frau schon drüber gesprochen. Vierten Teil, schade, dass es da noch keinen gibt und das. Und da war ich irgendwo, war ich auf irgendeiner Seite, weil ich was gesucht hatte. Ach, wenn ich den Controller einstelle, genau. Und damit einmal ein Artikel, Ding, zack, Project Cars 4. Soll die authentischste Rennversion, Rennsimulations, oder das Rennsimulationsgame werden, was hier auf den Markt gekommen ist. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich gespannt. Hier steht der, wie bestellt und nicht abgeholt. Ich fahre noch nicht los. Kenners, ich rauche erstmal auf. Normal bleibt man auch nicht stehen, ich weiß. Aber. Dann will ich mal so nett sein und dann verschwinde ich mal. Dann können sie ihre Arbeit tun. So. Zeit haben wir ja noch. Hat auch einen Sound davon, Kollege. Oh Junge. Denk dran, Reifen kalt. Ich will schon wieder zu viel. Das muss ich mir echt abgewöhnen. Vor allem dann gerade, wenn die Reifen auch nicht auf Temperatur sind. Da war es schon wieder.
Jetzt nur nicht versauen. Hätte man nicht sagen sollen. Ach mein Güte, ey. Oh, so gerade eben. Doch noch mal ein bisschen schneller. Soll man so machen. Dann sehe ich die Zeit wenigstens nicht. Obwohl das auch schiede ist. Hä? Warum hat er jetzt wieder weggemacht? Ach da. Wollte sagen, was ist das denn? Hat wieder zu viel Verkehr vor der Nase. Sorry. Das war nicht mit Absicht. Jetzt reißt die doch mal zusammen, gell? Kann doch nicht wahr sein. Also was mach ich denn, meine Fresse?
Sag mal. Mann, 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 Mann. Hallöchen. Wo willst du denn hin, du altes Affengesicht, ey? Oh, meine Fresse. Hauptsache, er zieht nochmal rüber. Junge, hast du mich erschrocken, ey.
mal zu mit deinem Lambo. Also da weiß ich, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht, wie die anderen das machen. Alter, wenn die teilweise 12 Stunden und dann zwar zu zweit oder irgendwas und dann jeder 6 Stunden durchgehen, oh ey. Gut, mit Lenkrad macht es was anderes sein, aber das ist trotzdem mega anstrengend. Allein das Konzentrieren die ganze Zeit, oh, wenn du dir dann teilweise so auf die Punkte guckst, also auf die Streckenpunkte, wo du ungefähr dann bremst oder Gas wegnimmst, wieder doch Gas gibst oder wo du noch ein bisschen mehr rausholen kannst. Und wenn man dann zu viel will, hat man ja nur oft genug gesehen. Aber, ja. Ist auf jeden Fall machbar. Definitiv. Und sogar 3 Sekunden schneller. Also es ist möglich. Und nein, es ist nicht auf mega leicht oder irgendwas eingestellt. Definitiv nicht. Weil, dann braucht man nicht fahren. Ja. Das wäre unsinnig. Ja, das war heute, wie gesagt, auch nur ein Versuch. Ich habe es vorhin schon ein paar Mal versucht. Ich habe ja noch einen anderen Kanal, wo ich immer so ein bisschen rumteste. Und, der auch hier aber soweit keine Rolle spielt. Und demnächst, wenn dann, ich weiß nicht, ob am Wochenende Zeit dafür ist, dann werden wir, beziehungsweise dann werde ich, die komplette Trainingssession fahren, komplette Qualifying Session und dann auch das Rennen dazu, dementsprechend. Aber dazu muss ich erstmal die Zeit finden dann. Und ja, aber es macht wie gesagt mega, mega Bock. Es macht mega Spaß. Wirklich mega, mega Spaß. Und ja, für diesbezüglich mit Rennsim war es das erstmal. Da wird noch mehr kommen, definitiv. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht. Wie gesagt, ich kann auch nicht immer nur Erbsensuppe essen jeden Tag. Wie gesagt, deswegen zwischendurch mal ein bisschen Abwechslung. Und dabei LS ist die Lust noch da, aber ich merke, es wird schon wieder weniger. Ja, aber es ist, hat auch damit zu tun, wie gesagt, du sitzt den ganzen Tag auf dem Schlepper in der Arbeit oder in der Firma. Und dann, naja, auch noch immer wieder LS. Es macht zwar Spaß trotzdem, aber ja, irgendwann lässt es dann wieder nach und dann braucht man halt so ein bisschen Pause, mal ein bisschen was anderes. Und ja, deswegen will ich jetzt so ein bisschen Abwechslung und im Wechsel machen, so dass einem an beiden nicht gleich sofort wieder die Lust vergeht. Ne? Gut, ich sag vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein und ich wünsche euch noch, wenn man, was ist das für ein Geräusch?
Motorgeräusch von irgendwo. Ja, ich wünsche, falls man sie nicht mehr sehen sollte, dann dementsprechend noch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen, macht keinen Blödsinn. Bleibt gesund. Und wie immer, bis dann und ciao, ciao.